Dieser Antrag lautet, ich lese ihn vor, der Parteitag möge beschließen, der Bundesparteitag der AfD lehnt den Einsatz der Bundeswehr in Syrien entschieden ab. Der Bundesvorstand wird beauftragt, eine verfassungsrechtliche Überprüfung einzuleiten. Ja. Ich bitte nun zunächst, den Antrag zu begründen. Mein Name ist Neuendorf. Ich bin stellvertretend für Herrn Firming, der jetzt leider nicht mehr da ist. Ich stehe für diesen Antrag, den Bundeswehreinsatz in Syrien durch diesen Parteitag abzulehnen. Mich persönlich haben zwei Tage in diesem Monat November sehr schockiert. Der erste Tag war der 13. November, die Terrorangriffe in Paris. Aber der zweite war der 26. November, nämlich als die Bundesregierung sich entschlossen hat, den Bundeswehreinsatz für Syrien zu beschließen. Zwischen diesen beiden Daten liegen nur 13 Tage für eine solche, für die Zukunft entscheidende Entschluss müssen strategisch fundierte Punkte vorliegen. Es muss den Interessen Deutschlands entsprechen. Es muss völkerrechtlich legitim sein und nicht zuletzt, es muss auch verfassungsmäßig berechtigt sein. Alles dies ist in dem Fall nicht der Fall. Nach den Terrorangriffen von Paris kann sich Frankreich sehr wohl auf das Selbstverteidigungsrecht berufen. Die Militäraktion soll jedoch auf syrischem Territorium stattfinden. Tatsache ist, dass nicht Syrien Frankreich angegriffen hat, sondern der IS, der kein Staat im völkerrechtlichen Sinne ist. Der sitzt im Irak. Daher greift der Artikel 51 der UN-Charta zugunsten Frankreichs nur dann, wenn auch die entsprechende Einwilligung seitens Syriens vorliegt. Ohne diese Einwilligung erlischt jedoch die verfassungsrechtliche Erlaubnis einer Beteiligung Deutschlands. Ein Eingreifen gegen den Terrorismus auf dem Territorium eines souveränen Staates ohne dessen ausdrückliche Einwilligung könnte jedoch von vielen Staaten, gerade im arabischen Raum, als Willkür ausgelegt werden. Für IS-Aktionen wirkt sich natürlich auch die aufgrund der Migrationspolitik in Europa eine neue Gefahrenquelle aus. Ich will das mal nur mit einem Satz ausdrücken. Die Terrorgefahr wächst proportional mit dem Bezug des jeweiligen Staates zum IS-Konflikt. Dieser Zusammenhang darf nicht verschwiegen werden. Die Risiken des Engagements, besonders in Bezug auf die innere Sicherheit, sind enorm. Eine weitergehende Strategie Frankreichs und auch Deutschlands zur Befriedung der gesamten Region ist bislang nicht erkennbar. Ohne eine Beteiligung Russlands und der syrischen Regierung sind die Aussichten auf Erfolg sehr gering. Das vorhin gerade erwähnte Abschuss des russischen Militärjets durch die türkischen Kampfflugzeuge am 24. hat gezeigt, dass eine Zusammenarbeit von Staaten und Konfliktparteien mit derart unterschiedlichen Interessen äußerst schwierig ist. Deshalb sollte sich aus diesem Konflikt Deutschland heraushalten. Solange erfolgversprechende Lösungsansätze in der Krisenregion nicht vorhanden sind, sollte Deutschland sich nicht an militärischen Abenteuern beteiligen und sich dazu drängen lassen. Dankeschön für die Vorstellung.
Bevor wir hier abwechseln, hatte sich bereits ziemlich zügig Herr Junge für eine Gegenrede gemeldet. Herr Junge? Gegen Angst im Wahlkampf, glaube ich. Das kann ja wohl nicht wahr sein. Angst im Wahlkampf. Meine sehr verehrten Damen und Herren, die AfD steht für den Mut der Wahrheit und für eine ideologiefreie Realpolitik, die die deutschen Interessen auch im außen- und sicherheitspolitischen Kontext an erste Stelle stellt. Die massive Bedrohung, der sich Europa und natürlich auch Deutschland gegenüber sieht, ist existenziell. Es ist durchaus im deutschen Interesse, den Kampf gegen den IS und damit gegen den Terrorismus zu führen. Es ist auch durchaus im deutschen Interesse, damit die Ursprungsregionen zu stabilisieren und in der Folge die Flüchtlingsströme einzudämmen. Und es ist durchaus im deutschen Interesse und damit auch ein Interesse Deutschlands für die innere Sicherheit. Voraussetzung dafür, und da bin ich bei Ihnen, beim Antragsteller, muss es aber sein, dass im Gegensatz zu den vergangenen Einsätzen der Bundeswehr, und die ich ja selbst erlebt habe, ein klares politisches Ziel formuliert wird, das den Einsatz mit einem realistischen und erreichbaren operativen Ziel ausgestattet wird. Wenn wir als politische Partei mit Glaubwürdigkeitsanspruch wahrgenommen werden wollen, dürfen wir uns außen- und sicherheitspolitischen Notwendigkeiten zum Wohl des eigenen Landes nicht dogmatisch verweigern. Ich bitte diese Motion abzulehnen. Dankeschön. Ja, dann gehen wir jetzt vorne, hinten, erst vorne, dann hinten und dann laufen wir durch. Redebeiträge. Ja, guten Tag, Max-Erik Thiel aus Aachen. Also, ich kann das sehr gut nachvollziehen, mich würde das auch mit persönlicher Genugtuung beglücken, den IS zu bombardieren, aber unsere Verfassung, das Grundgesetz, ist da sehr eindeutig und ich sehe da so sehr enorme Verfassungsbedenken. Insbesondere, und ich werde den Änderungsantrag gleich stellen, in die Resolution auch noch Mali aufzunehmen, da stolpern wir nämlich in den nächsten Feldzug. Also das ist unglaublich, was wir uns da wieder aufladen. Das Vorauskommando kam zurück und sagte, die Bedingungen sind wesentlich schlechter wie damals in Afghanistan. Und dann stolpern wir wieder in einen verfassungsrechtlich nicht klar definierten Einsatz, der meiner Ansicht nach auch wieder mal verfassungsfeindlich ist. Also es verstößt ganz klar gegen das Grundgesetz, dass wir unsere Soldaten irgendwo in Mali in die Welt schicken, um da irgendwie den Konflikt zu helfen. Und da geht es um das Grundgesetz verstoßen. Herr Glaser, soll er bitte sofort in den Orga-Bereich im ersten Obergeschoss kommen? Bevor ich jetzt Herrn Rottmann als nächstes das Wort gebe, habe ich einen nicht unberechtigten Einwand eines Antragstellers, den ich jetzt einfach mal zur Diskussion aufstelle, bekommen. Und zwar, wir haben ja jetzt noch zwei Einwanderanträge, unter anderem einen von Herrn Gedeon und der andere ist von Herrn Otto. Die sind extrem überlappend mit dem, was wir gerade beschließen. Das heißt, auch die ganze Diskussion ist eigentlich gleich laufend. Jetzt ist natürlich die Frage, ob wir vielleicht nicht alle Anträge erstmal vorstellen lassen. Das wäre der Fairness halber wahrscheinlich die richtige Lösung. Dann die Gesamtdiskussion führen und am Ende alle einfach abstimmen und dann kann man sehen, wer wo abgestimmt wird und wer nicht. Dieses Verfahren würde ich so mal zur Abstimmung stellen. Gibt es da Widerspruch, Gegenrede, sonst lassen wir es abstimmen. Wer ist für dieses Verfahren? Wer ist dagegen? Enthaltung? Dann ist das genau so gemacht, dann würden wir als oder werden wir als nächstes Herrn Gedeons Antrag vorstellen lassen. Den müssen wir aber wieder, haben wir den an der Wand, den müssen wir kurz vorlesen und dann können Sie ihn begründen. Meine Damen und Herren, das ist eine Synthese. Wenn Sie sich erinnern an die beiden Vorredner, es geht darum, dass ich grundsätzlich nicht außenpolitische, militärische
Schläge gegen den IS ablehne, sondern dass ich das abhängig mache von innenpolitischen Vorbedingungen. Es ist einfach unmöglich, einen Krieg zu beginnen, wenn man innen im Land nicht die entsprechende Voraussetzung geschaffen hat, sondern im Gegenteil, das Land erstmal destabilisiert hat und dann auch noch Krieg nach außen anfangen will. Ich bin nicht der Ansicht, dass wir uns hinstellen können und sagen, diese Auseinandersetzung in Syrien und im Nahost hat nichts mit den nationalen Interessen der Bundesrepublik zu tun, deswegen halten wir uns einfach raus. Das Problem steht direkt vor unserer Haustür, meine Damen und Herren, und da sind wir wirklich aufgefordert. Und wir können nicht sagen, dass es gut ist, wenn die Russen da intervenieren, aber selbst wir machen es lieber nicht. Also das ist eine inkonsequente Haltung, die ich nicht befürworte. Aber wie gesagt, eine Begründung, das jetzt nicht zu tun, ergibt sich aus der innenpolitischen Situation. Deswegen heißt es auch derzeit, kein militärischer Einsatz, derzeit lehnen wir ihn ganz massiv ab. Aber auf der anderen Seite sind wir nicht untätig gegen den IS, im Gegenteil, wir müssen die Maßnahmen innenpolitisch massiv verschärfen. Die erste Voraussetzung ist natürlich die allgemeine, dass wir erstmal keinen mehr reinlassen. Das heißt, die Grenzen dicht machen mit einem Zaun nach amerikanischem Vorbild. Das ist die erste Voraussetzung. Wenn man das nicht macht, wenn wir nur ein kleines Loch lassen, dann kommen immer wieder neue rein. Die zweite Voraussetzung ist, dass wirklich Terroristen nicht mehr beobachtet werden, sondern ausgewiesen und abgeschoben. Es kann doch nicht sein, dass wir schauen, dass die nicht nach Syrien gehen, dass sie dort niemanden umbringen, aber hier bei uns können sie Leute umbringen. Das ist doch eine falsche Logik. Also in diesem Sinne bitte ich um Zustimmung für diese differenzierte Darstellung der Situation, dass wir uns einerseits nicht drücken vor dem Problem, auch außenpolitisch, dass wir aber nach Maßgabe unserer jetzigen Möglichkeiten nicht dazu in der Lage sind, jetzt loszuschlagen. Es wäre tödlich, wir würden einem islamistischen Terror ausgesetzt werden und wären wehrlos mit wahnsinnig vielen Todesopfern hier in Deutschland konfrontiert. Das ist mein Plädoyer für diese Resolution. Dankeschön. Sagt, wir unterstützen Frankreich, heißt das nicht, dass wir das Recht außer Kraft setzen und Soldaten in ein Gebiet schicken, wo sie nichts zu suchen haben. Die rechtliche Prüfung wird ja noch vorgenommen, das steht ja in der ersten Resolution drin. Ich möchte aber auf etwas ganz anderes noch eingehen, meine Damen und Herren. Wir haben jetzt, also das Kabinett hat jetzt beschlossen, dass 1.700 deutsche junge Soldaten in den Auslandseinsatz nach Syrien geschickt werden. Die werden dahin geschickt, weil die eigene Bevölkerung nicht in der Lage ist, gegen einen Feind zu kämpfen, der ihr Land angreift. Und warum sind sie nicht in der Lage? Weil sie fliehen, meine Damen und Herren, und zwar nach Deutschland. Das heißt, wir schicken unsere neuen deutschen Soldaten dazu starten. Und ich möchte gerne die Politiker sehen, die das verantworten und dann in Familien erklären, warum unsere jungen Menschen gestorben sind, während die anderen in Berlin beim Kaffee trinken sitzen. Ja. Vor einiger Zeit hieß es, Deutschland würde nun am Himalaya verteidigt, stammte, soweit ich mich erinnere, von Herrn Strupp. Ich warne davor, das mit jetzigen Syrien zu vergleichen. Bei Himalaya war das wohl nicht so gut nachvollziehbar. In Syrien allerdings stehen wirklich deutsche Interessen auf dem Spiel. Wir möchten ja auf der einen Seite, dass dort Verhältnisse geschaffen werden, dass die Flüchtlinge zurückkehren können. Und wir möchten auf der anderen Seite, was den gesamten Nahen Osten angeht, dass unsere Energieversorgung einigermaßen gesichert ist. Beides ist mit der IS nicht zu machen. Es ist ja wohl auch so, dass der IS hinter den Anschlägen in Frankreich gestanden hat. Wir können nicht so tun wie im 19. Jahrhundert, wo das berechtigt war, dass wir uns nur auf das eigene Staatsgebiet konzentrieren. In einer vernetzten und globalisierten Welt geht es darüber hinaus und von daher kann es uns nicht gleichgültig sein, was in unserem Vorhof passiert. Da, denke ich, greift auch das in der Charta der Vereinten Nationen
zugrunde gelegte Recht auf Selbstverteidigung. Wir können sicherlich nicht davon ausgehen, dass andere von uns die Polen aus dem Feuer holen, die Franzosen oder wer immer. Also insofern würde ich dafür plädieren, zwar den Teil des Antrages von Herrn Gideon zu beachten, dass man im Inneren auch was tun muss, aber ich denke, ansonsten sollten die beiden Anträge, die gegen den Einsatz der Bundeswehr gehen, abgelehnt werden. An der Seite von Russland Dankeschön. Ein bisschen Bomben können wir hier etwas den Geräuschpegel runter und dann machen wir weiter am hinteren Saal Mikrofon. Schönen Tag, Carsten Wollreit aus Berlin. Ich finde es schon mal erschreckend, inwieweit offensichtliche Rechtsbrüche der Bundesregierung aktuell absolut anzuscheinend toleriert zu werden. Gerade auch im Zusammenhang mit der Bundesregierung. Ich möchte neben Sie sieben dann einfach mal feststellen, wie geht die aktuelle Bundesregierung in jüngster Zeit mit ihren Streitkräften um? Ich beginne an drei Beispielen. Erstens. Die Bundesregierung schickt Ausbilder, Waffen, Material und Munition, um Peschmerga-Kämpfer zu unterstützen. Eine vermeintliche Armee ohne jeglichen Kombattantenstatus, ohne jegliche rechtsstaatliche Hintergründe. Das ist an sich schon mal ein Skandal. Zweitens wird die Bundeswehr im Inneren aktuell eingesetzt, im Rahmen der Flüchtlingskrise, weil das Bundesministerium des Inneren total überfordert ist. Der Bundesvorstand der AfD hat, glaube ich, ja schon bereits Stellung genommen durch eine Pressemitteilung von Georg Pazwerski. Das ist ein Einsatz im Inneren, es ist ein Verstoß gegen das Grundgesetz und es wird einfach hingenommen, meine Damen und Herren. Und das kann nicht sein. Und dann lesen wir, die Bundesregierung möchte weitere 1200 Soldaten in einen Auslandseinsatz entsenden. Das Ganze ohne UN-Resolution. Das Kabinett wird das absegnen, der Bundestag wird das durchjagen und der Generalinspekteur der Bundeswehr sagt, wir sind durchhaltefähig, weil er nicht sagen kann, wie lange soll der Einsatz dauern, er ist zeitlich begrenzt, er hat kein Ziel definiert und diese Aussage des Generalinspekteurs ist dazu ein weiterer Skandal. Ich wünsche mir... Ich wünsche mir, dass von diesem Parteitag ein starkes Signal ausgeht, dass die AfD nicht Soldaten auf irgendwelche Bereiche fadenscheiniger Begründung im Auslandseinsatz schreckt, sondern dass wir ganz klar sagen, nein, unsere Soldaten bleiben hier. Dankeschön. Bundesparteitag politisch zu diskutieren. Darum können wir die Debatte nicht abwürgen, aber ich plädiere für Schluss oder beantrage den Schluss der Rednerliste. Okay, Schluss der Rednerliste im Hinblick auf diese allgemeine Diskussion, denn ich muss hinzufügen, ich wäre jetzt eh dazwischen gegrätscht, denn wir haben zwei Änderungsanträge vorliegen zu diesem einen ersten Antrag von Götz Frömming und anderen. Die würde ich jetzt eh dazwischen schieben müssen, aber dieser Geschäftsordnungsantrag bezieht sich dann auf, verstehe ich das richtig, auf Ende der oder Schluss der Rednerliste für die allgemeine Diskussion. Okay, wir haben vorne etwa 2, 4, 6 und hinten auch 6, das heißt 12 Redner noch. Gibt es eine Gegenrede? Formal, wer ist dafür für Schluss der Rednerliste? Wer ist dagegen? Wer enthält sich? Dann ist die Rednerliste für die allgemeine Diskussion geschlossen. Ich muss da jetzt hinzufügen. Jetzt haben wir zwei Änderungsanträge, das heißt, die wollen die Anträge leicht abgeändert haben. Der erste Antrag ist zu unserem diesbezüglichen ersten Antrag, den Sie vielleicht noch, der ist ganz kurz, den kann ich es nochmal vorlesen, damit Sie das in Erinnerung haben. Da steht drin, der Parteitag möge beschließen, der Bundesparteitag der AfD lehnt den Einsatz der Bundeswehr in Syrien entschieden ab. Der Bundesvorstand wird beauftragt, eine verfassungsrechtliche Überprüfung einzuleiten. Da haben wir von Herrn Perzell jetzt einen Änderungsantrag dergestalt, dass dann noch angehängt wird, dies besonders vor dem Hintergrund, dass Deutschland tausenden jungen syrischen Männern Schutz gewährt, die unter der Regierung Assad wehrpflichtig wären und verpflichtet wären, ihre Heimat gegen Daesh zu verteidigen. Zur Begründung dieses Änderungsantrages erhält Herr Pretzell das Wort. Und auch die Syrer sterben.
Meine Damen und Herren, ich bin nicht ganz grundsätzlich gegen jede Form von Auslandseinsätzen, aber das, was hier passiert, hat nicht nur zur Grundlage, dass wir hier jedes Recht, jedes Grundgesetz außer Kraft setzen, mal wieder. Insofern eine gewisse Kontinuität in der Regierung. Es hat aber eine weitere politische Komponente. Wir haben täglich Zuzug von tausenden Syrern. Wir hören uns täglich von der Bundesregierung und von der gesamten politischen Klasse dieses Landes an. Man muss doch Verständnis dafür haben, dass Menschen unter Assad nicht für Assad gegen den Islamischen Staat oder besser Daesh kämpfen wollen. Und jetzt möchte diese Bundesregierung die eigenen Kinder und Söhne in den Krieg nach Syrien schicken. Das hat eine ganz besondere Komponente. Und eben weil das eine ganz besondere politische Komponente hat, finde ich, sollte das Eingang finden in diesen ansonsten an Klarheit nicht mehr zu präzisierenden Antrag. Herzlichen Dank übrigens dafür, dass der eingebracht worden ist an die beiden Antragsteller. Dankeschön. Kurze Information, Sie kommen gleich mit dem BO-Antrag dran, wie es jetzt grundsätzlich fortgehen würde. Wir haben also eine allgemeine Diskussion, allerdings haben wir jetzt einen konkreten Änderungsantrag und den würde man, bevor man am Ende über die Hauptanträge abstimmt, ja immer zuerst abstimmen müssen oder stimmt man zuerst ab. Das heißt, wir müssen jetzt über den Änderungsantrag abstimmen, was ja noch nicht bedeutet, dass der Hauptantrag angenommen wird, sondern nur, ob wir diese Fassung jetzt mal so verändern wollen und dafür könnten wir, wenn es überhaupt gewollt ist, eine kurze Aussprache haben. Wir haben allerdings einen BO-Antrag vor. Ja, guten Abend, meine Damen und Herren. Schön, dass Sie alle noch hier sind. Und ich denke, wir befassen uns gerade mit einem sehr, sehr wichtigen Thema. Und Sie wissen auch, dass ich sehr, sehr lange Soldat war und mir natürlich die Bundeswehr und überhaupt dieser ganze Bereich sehr am Herzen liegen. Das Ganze müssen wir unter zwei Gesichtspunkten sehen. Auf der einen Seite haben wir natürlich auch eine internationale Verpflichtung. Das müssen wir sehen. Und zwar dahingehend, ausgehend vom nationalen Interesse. Was ist denn unser nationales Interesse? Wir wollen keinen Terrorismus in Deutschland haben, wir wollen keinen weiteren Zustrom von Flüchtlingen haben. So, daraus müssen wir formulieren, wie unsere Außenpolitik und Sicherheitspolitik aussehen muss und will. Das ist der eine Bereich. Wenn ich Soldaten in den Einsatz schicke, muss ich ein klares Ziel vorgeben, ein politisches Ziel vorgeben. Das nennt man in Neudeutsch Desired End State. Was will ich erreichen, damit ich Soldaten in einen Einsatz schicke und damit ich zum Schluss eine politische Lösung habe? Wichtig zu wissen, Soldaten können keine Entscheidungen bringen. Soldaten können nur Entscheidungen vorbereiten. Die Entscheidung muss letzten Endes politisch sein. Auf der anderen Seite haben wir den Bereich, den der Herr Woldeit angesprochen hat. Ist dieser Einsatz verfassungsrechtlich abgedeckt? Und da stimme ich dem Herrn Wolder zu, ich meine nein. Wir sehen seit Monaten, dass die Bundeswehr gegen das Grundgesetz eingesetzt wird. Wir haben das in der Flüchtlingskrise erlebt. Und ich darf Ihnen auch sagen, wenn gesagt wird, wir unterstützen in der Flüchtlingskrise, dann sieht das so aus, dass bis zu 6.000 Soldaten eingesetzt werden, 24 Stunden am Tag, 7 Tage in der Woche. Das bedeutet letzten Endes, 18.000 Soldaten registrieren Flüchtlinge. Soldaten, die für ihre, für meine äußere Sicherheit verantwortlich sind. Die ausgebildet werden müssen als Soldaten. Und was machen wir? Wir lassen die Verwaltungsjobs machen, weil diese Bundesregierung mit ihrem Latein am Ende ist. Und weiß nicht, wie sie diese Flüchtlingskrise bewältigen soll. Darüber hinaus werden Soldaten eingesetzt, um Unterkünfte vorzubereiten. Also ich wage zu behaupten, dass weit über 20.000 Soldaten eingesetzt sind, nur für die Flüchtlingskrise. Und wenn wir jetzt weiter sprechen von 1200 Soldaten im Einsatz, bedeutet das nicht 1200 Soldaten. Das bedeutet mal 6, 7.200. Wir Kontingente haben. Soldaten bleiben 4 Monate im Einsatz. Also, um das deutlich zu machen,
Wir kriegen etwas vorgegaukelt, was so nicht stimmt, und wir sehen ständig Verfassungsbrüche dieser Bundesregierung. Und deshalb unterstütze ich auch den Antrag, und ich meine, ich habe das auch schon mal in einer Pressemitteilung geschrieben, wir sollten auch das verfassungsrechtlich prüfen lassen. Unbedingt, weil ich glaube, dass hier Schindluder mit unseren Soldaten getrieben wird, Missbrauch, sie werden als Hilfsarbeiter der Nation genutzt und als Lügner. Zustimmen. Dankeschön. Ja, dann waren wir jetzt bei der von Herrn Retzell vorgeschlagenen Änderung. Wenn es hier keine Redebeiträge zu dieser Änderung, ganz konkret, also nicht zur allgemeinen Diskussion jetzt, zu dieser Änderung gibt, lasse ich darüber abstimmen. Ich sehe keine Änderungsanträge. Wer ist dafür, dass diese eine Resolution in dem Sinne, wie von Herrn Retzell vorgetragen, abgeändert wird? Wer ist dagegen? Wer enthält sich? Dann ist das, glaube ich, fast einstimmig angenommen. Eine Gegenstimme. Jetzt haben wir nochmal eine ganz kurze Änderung genau dieser Resolution. Da steht ja drin, der Bundesparteitag der AfD lehnt den Einsatz der Bundeswehr in Syrien entschieden ab. Und wir haben jetzt von einem Antragsteller, dessen Namen ich nicht lesen kann, und Mali einfügen bei Aufzählung der Länder. Wer hat diesen Antrag gestellt? Ah, okay. Ja. Begründen kurz, genau. Ja. Uran ist ein Stichwort. Ja. Okay. Hier muss jeder wissen, dass wir eine Mine besetzt haben. So. Ja, ich hatte ganz im Mittelpunkt der Diskussion schon dazu was gesagt. Ich sehe da besonderes Potenzial, als es da um Wohntruppen geht und wesentlich wichtiger, wie jetzt vielleicht die Frage mit Syrien, weil es ein sehr gefährlicher Auslandseinsatz werden wird. Und es wird ein Auslandseinsatz sein, bei dem wir auch Verluste zu beklagen haben. Und das ist heute schon klar. Das Vorauskommando hat die Situation bewertet. Sie werden selbstverständlich nicht die nötige Ausrüstung bekommen, um den Einsatz durchzuführen. Und sie sind auch mit der Personaldichte wieder nicht hier. Wir sind dann in Mali wieder unterwegs, Afghanistan 2.0 mäßig. Deswegen plädiere ich dafür und würde mich sehr freuen, wenn die Versammlung das genauso sieht, den Mali-Einsatz da mit reinzunehmen. Ganz kurz, bevor wir über diese Änderung abstimmen, gibt es zur Änderung Redebeiträge? Gegenrede, ja. Ja, Gegenrede hier vorne. Also der Antrag ist in der Sache richtig, aber er verwässert die sehr, sehr wichtige Syrien-Resolution und deswegen sollten wir die zur Abstimmung. Okay, weitere Anmerkungen hierzu? Hier hinten noch eine? Ja. Ich kann meinem Vorredner nur zustimmen, Mali ist ein bereits bestehender Einsatz und da geht es jetzt nur darum, auch das Engagement zu erhöhen. Also da vermixen wir jetzt wirklich Sachen, die Verwässerung stimmt, deswegen kann ich mich meinem Vorredner mal anschließen. Okay, wenn ich keine weiteren Redebeiträge diesbezüglich sehe, das sehe ich nicht, dann stimmt was ab. Wer ist für diese vorgeschlagene Änderung? Wer ist dagegen? Wer enthält sich? Dann ist das abgelehnt. Dann haben wir diese Resolution mit Änderungsanträgen durch. Ja, sodass wir jetzt eigentlich die allgemeine Diskussion wieder weiterführen können und die beginnt wieder vorne. Also ich spreche mich für die Resolution Frömming-Neuendorf aus, nicht nur deswegen, weil ich auch aus dem Landesverband Berlin komme. Meine Damen und Herren, die Situation ist doch so. Da wird ein Einsatz gestartet, wo weder das militärische Ziel völlig klar ist. Es ist nicht klar, wie lange dieser Einsatz jemals dauern wird. Wir kennen das ja schon von Afghanistan. Der Afghanistan-Einsatz befindet sich jetzt im 16. Jahr. Das ist der zweitlängste Waffengang der deutschen Geschichte nach dem 30-jährigen Krieg. Wir laden uns schon wieder so ein Abenteuer auf. Es ist völlig unklar bei der verworrenen politischen Situation, auf wessen Seite wir da eigentlich kämpfen, gegen wen wir kämpfen, mit Assad oder gegen ihn, mit den Amerikanern, mit den Russen oder gegen die Russen. Das ist ein politisch völlig unkalkulierbares Abenteuer. Und darüber hinaus besteht auch überhaupt kein Plan, wie soll es denn nach einem möglichen Ende des Krieges in diesem Land eigentlich weitergehen.
meine Damen und Herren, das ist ein völlig irrsinniges politisches Abenteuer und darüber hinaus eine weitere kleine historische Anmerkung. Deutsche Soldaten stehen hier in Mali, wie wir gehört haben, in Afghanistan, am Horn von Afrika, im Kosovo, an der Levante-Küste und was weiß ich nicht, wo sonst noch alles. Meine Damen und Herren, diese Bundesrepublik Deutschland befindet sich inzwischen in mehr außenpolitischen, militärischen Abenteuern, als es das koloniale wilhelminische Deutschland vor August 1914 jemals fertiggebracht hat. Das ist ein unhaltbarer Zustand. Ja, Dankeschön. Ich kann verstehen, dass jeder gerne etwas dazu sagen möchte, aber ich glaube, wir haben die meisten Argumente jetzt schon gehört. Langsam wiederholen sich die Argumente und darum würde ich vorschlagen, das zur Abstimmung zu schreiben. Okay, Gegenrede? Formal. Formal, wer ist dafür? Nein, nicht formal. Ich habe noch andere Argumente. Ah, okay. Ich helfen möchte. Und zwar, bisher hat jeder für die Resolution gesprochen. Ich hätte noch Argumente, die zumindest die Bedenken einbeziehen. Okay, das war die Gegenrede. Stimmen wir es ab. Wer ist für Ende der Debatte? Wer ist dagegen? Nochmal, wer ist dafür? Wer ist dagegen? Gegenargumente sind doof, will ich jetzt nicht hören. Waren mehr dafür. Das heißt, die Debatte ist beendet. Also ist einstimmig hier oben so gesehen worden vom Präsidium. Das heißt, wir kommen zu den Abstimmungen. Wir kommen zunächst zu der Abstimmung des Antrags, den wir gerade abgeändert haben durch einen Änderungsantrag von Herrn Verzell. Ich lese es. Eigentlich muss ich nicht mehr vorlesen. Ich glaube, es ist bekannt. Sicherheitshalber ist er auch kurz. Der Parteitag der AfD lehnt den Einsatz der Bundesregierung entschieden ab. Der Bundesvorstand wird beauftragt, eine verfassungsrechtliche Überprüfung einzuleiten, dies besonders vor dem Hintergrund, dass Deutschland auch von muslimischen Männern Schutz gewährt, die durch Terrorismus verpflichtet werden und verpflichtet werden, in der Heimat gegen Daesh zu verteidigen. Wer ist er? Wir sind jetzt in Abstimmung zu der ersteren Resolution. Wer ist mit der Änderung, die wir gerade gehabt haben, wer ist für diesen Antrag? Wer ist gegen diesen Antrag? Wer enthält sich? Dann ist das mit nur wenigen Gegenstimmen angenommen.